Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir haben mal wieder eine weitere Mod hier bei Star Wars Battlefront 2 und man sieht es hier auch schon am Icon, es ist eine Ersetzung des Todestrupplers und zwar durch den Purge Trooper, so sieht er hier aus und wir starten auch gleich einfach mal rein und gucken uns den guten Mann doch einmal hier genauer im Detail an. Und so sieht er aus im Spiel. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Man erkennt eigentlich sofort, was es sein soll. Man erkennt sofort... Oh, der guckt gerade irgendwie so komisch in die andere Richtung. Nochmal. So, man erkennt eigentlich sofort, dass es irgendwie so ein Purge Trooper sein soll. Man hat ihn sofort vor Augen. Auch hier diese weißen Markierungen auf den Beinen und auf den Armen auch hier. Das passt eigentlich von der Genauigkeit halt her und vom richtigen Vorbild. Imperiumszeichen auf dem Oberarm. Oder auf der Schulter besser gesagt. Die Schulterplatte gibt es, glaube ich, so gar nicht... In Wirklichkeit, ich weiß es nicht genau, die sieht zumindest auch anders aus, wenn das ist nicht so eine typische einfarbige Schulterplatte, sondern ein wenig anders. Aber nun ja, die Mod-Hersteller können ja auch immer nur das nutzen, was ihnen so an die Hand gegeben ist bei diesem Spiel, ne? Ansonsten der Helm, ganz cool, dass er jetzt hier mal verbunden wird, so Klonhelm mit imperialer Ausrüstung, weil er hat ja jetzt ja einen Klonsoldatenhelm auf, um diesen Purge-Trooper-Helm so ein bisschen darzustellen. Sieht einigermaßen ähnlich aus, allerdings muss man natürlich sagen, hey, der Purge-Trooper, der sieht nochmal so ein bisschen anders aus, der hat so, ja, am unteren Rand der... ja, des Helmes, wo dann halt diese Mundpartie ist, hat er ja nochmal so verschiedene Auswülzungen, würde ich jetzt sagen, einfach dazu. Na, ihr kennt ja auf jeden Fall das Bild. Wenn ihr euch den Trailer nochmal anschaut zu Star Wars Jedi Fallen Order, seht ihr auf jeden Fall, der Helm passt halt eigentlich nicht so ganz perfekt. Aber wenn man ihn so ein bisschen von weiter weg anschauen würde, ne, so, da könnte man schon denken, ja, das ist einer. Da ist einfach mal ein Purge Trooper unterwegs hier in Battlefront 2. Und, ja gut, von den Fähigkeiten hat er jetzt einfach nur genau die gleichen wie der gute alte Todestruppler bekommen. Und da ist eigentlich groß die Frage, wie fändet ihr das denn, wenn eine neue Verstärkereinheit reinkommen würde, also quasi so gesehen ein Infiltrator oder vielleicht sogar noch was ganz anderes bei den guten alten Imperialen. Und wenn die dann halt ein Purge Trooper wäre, hättet ihr lieber einen Purge Trooper, hättet ihr lieber einen Shadow Trooper, hättet ihr lieber was ganz anderes? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr denn gerne hättet und natürlich, wie ihr denn diese Mod hier findet. Ich gehe noch einmal, ganz kurz hier mit der Kamera so ein bisschen um ihn rum. Ja gut, die Schuhe, das ist alles eigentlich hier mehr oder weniger, glaube ich, relativ Standard. Aber ich finde persönlich, er sieht eigentlich echt cool aus. Er hat auch so richtige Kratzer überall drauf, ne? Sieht richtig schön aus, als hätte er so einen richtig harten Kampf hinter sich. Also mir gefällt er. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr denn denkt und ob ihr denn gerne den Purge Trooper als Verstärkereinheit hättet im Spiel. Damit war es das mit dieser kleinen Mod-Vorstellung. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.